Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück zum nächsten Part. Ich habe mich gerade schon mal hierher teleportiert, um die Quests abzugeben. Einmal die des Witwers, dessen Grab wir besucht haben, also das Grab der Ehefrau natürlich. Ich nehme an, ihr habt den Schrein meiner Senna noch nicht gefunden. Ich weiß, es ist ein weiter Weg. Ich habe euren Wunsch erfüllt. Ich habe Sennas Schrein gesäubert und die Blumen dort abgelegt. Möge Falondin sich ihrer Asche annehmen. Und sie sicher geleiten. Nach all den langen Jahren, in denen sie mich geleitet hat. Ich danke euch. Ihr seid zu gütig zu einem törichten alten Mann. Maseranas Darlehen. Nehmt dies, verbunden mit meiner Dankbarkeit. Senna hätte gewollt, dass ihr es bekommt. Quest abgeschlossen. Hab zwar keine Ahnung, was ich bekommen habe, aber gut. Bei dem Schwert könnte ich mal nachgucken, ob wir das noch großartig verbessern können, weil es hat halt weniger Schaden pro Sekunde. Nee. Ist leider ein schönes Schwert, aber wir haben schon was Besseres gebastelt. Und ganz ehrlich, ich muss das gebastelt nennen. Drachen werden wir auch noch nicht platt machen können. Das deprimiert mich ein wenig. Tatsächlich, er ist wieder da. Winslay ist wieder zurück. Er sagt, ihr hättet ihn davon überzeugt. Hier, bitte, nehmt dies für eure Mühen. Crazy. Oh yeah. Crazy. So. Ja doch, gehen wir auch nach Haven. Der Ratsraum muss schließlich immer zur Verfügung stehen. Anders funktioniert es nicht. So, dann bekommen wir Dorian jetzt über diese Quest und den Iron Bull, den muss ich auch noch holen. Ich glaube, ich werde vielleicht das gesamte Team mal wechseln. Am Anfang haben wir ja mit Cassandra und denen gespielt, dass ich austausche gegen Sarah, Iron Bull und Dorian. Ich glaube, das ist auch ein ganz nettes Gespann. Problem ist nur, dass die Erfahrungspunkte nicht geteilt kriegen. Da könnte ich ausrasten. Naja. Sesam, öffne dich. Du hast ihnen die goldene Stadt erbaut. Das braucht ihr sonst noch etwas, ehrwürdige Mutter? Willkommen im Kriegsrat. Oh ja, wie es aussieht, haben wir jetzt die Wahl zwischen den beiden. Gucken wir erstmal nach Olle. Dort sind nämlich noch zwei Sachen jetzt verfügbar. Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Aber ich lasse es euch wissen, falls sich das ändert. Und in Ferraden haben wir auch nochmal Sachen verfügbar. Einmal hier noch das Geld. Ja, das ist ja richtig so. Die Axt immer noch 2 Stunden 22, verdammt. Das gedämpfte Flüstern. Oder Kämpfer für die Gerechtigkeit. Hinweis, wenn ihr euch hierfür entscheidet, bla. Aber das... Wie würde ich Dorian denn treffen? Ja, okay, vielleicht wenn ich mit den Templern habe, dass ich mit den Templern zusammen dorthin gehe. Jetzt das gedämpfte Flüstern am Anfang mache, die Magier so krieg. Oder wir müssten Dorian gar nicht kriegen. Da er aber Zeitmagie beherrscht, entscheide ich mich lieber für Dorian. Also macht das mit den Magiern. Aber vorerst haben wir noch drei Dinge zu klären. Einmal Pflicht oder Wahrheit, der kaiserliche Hof. Ein Brief an Vivienne liegt geöffnet auf dem Tisch. Eine Notiz wurde ergänzt. Josephine, Liebste, ihr solltet euch darum kümmern. V. Meine liebste Vivienne, ihr könnt die schockierenden Anschuldigungen gegen die Inquisition noch nicht vernommen haben, sonst hättet ihr euch gewiss niemals mit diesen Leuten gezeigt. Erlaubt mir als eure Freundin, euch die Augen zu öffnen. Das heißt, dass die göttliche Justinia tatsächlich am Leben ist und die Inquisition ihre engsten Vertrauten und treuesten Diener dieses Chaos auf ihren Befehl hin inszeniert hat. Dass es Surarin Pentagast und Schwester Nachtigall waren, die das Konklave sabotiert haben, um Rivelaine...
Ach Quatsch, Rivalen, sage ich schon. Verdammt, falsches Spiel. Rivalinnen innerhalb der Kirche zu eliminieren und dem Magieraufstand und den Templern mit einem Streich die Köpfe abzutrennen. Um euren eigenen Ruf zu retten, müsst ihr diese Verbindung sofort beenden. In tiefster Sorge wie Comtesse Elodie de Marais. Liliana könnte, wenn wir sie zur Verfügung hätten, wenn wir den Tod der Göttlichen beweisen, würde man das nur gegen uns wenden. Wir müssen die Quelle dieses Gerüchts finden. Josephine, wir brauchen die Unterstützung der Adligen, um gegen dieses Gerücht vorzugehen. Ich kann einige Besuche arrangieren. Oder Kallen, wir könnten nicht beweisen, dass die Göttliche tot ist, aber wir können würde zum Kratzer, ach, zum Krater führen, damit sie es mit eigenen Augen sehen. Ich glaube, ich nehme da mal Josephine. Die rote Jenny. Geben und nehmen. Ich werde daraus nicht schlau, aber der Herod hat sie aufgetrieben. Vielleicht kann er ja etwas damit anfangen. Eine Anmerkung von Kain auf einen Brief von Sarah. An eure Großköpfe, Lord, wer auch immer, sagt, ihr seid scheiße. Seine Bediensteten kümmert es nicht, aber das könnte sich ändern. Der lasst ihnen ein paar Dinge, dann haben sie eine Überraschung für Josephine. Schrifttreuen oder so, denke ich. Sarah, anschließend folgen die Zeichnungen einiger Wappensymbole und Anweisungen, außerdem 37 mal Sarahs Name. Wow. Josephine, das ist das Wappen eines unbedeutenderen Hauses. Wollen wir nicht lieber herausfinden, was diese Überraschung sein könnte? Oder wozu brauchen wir Mittelsmänner? Wir sollten unsere Güter behalten und uns direkt mit diesem Adeligen befassen. Oder aber, wir haben keine Zeit für Spielchen, es wäre deutlich einfacher, die Sache mit Soldaten zu beenden und uns die Gewogenheit dieses Adeligen zu sichern. That's a really good question. Und das andere wäre noch hier, rote Jenny, die Inquisition braucht Bienen. Ich weiß zwar nicht, wie jemand auf so eine Idee kommt, aber ich erkenne durchaus den Nutzen. Allerdings ist das Gebiet für eine Suche doch ziemlich groß. Eine Anmerkung von Josephine auf eine Nachricht von Sarah. Wisst ihr, was jede Feier ruiniert? Bienen. Ich kenne einen Mann, der einen beibringt, wie man sie gefahrlos, aber wütend in ein Glas sperrt. Sie sind stechwütig und taugen nicht für Honig, aber sie sind perfekt, um sie zu werfen. Er ist irgendwo im Süden. Sarah. Sarah hat ein Glas voller Bienen gezeichnet, das jemand im Gesicht trifft und einen Hintern. Wenn er die Bienen zu einer Waffe macht, werden ihn meine Leute aufspüren. Ich kann Boten zu den Bands entsenden. Wenn uns diese Waffe helfen kann, werden wir sie auch finden. Oder aber, das Gebiet ist zu groß, um es selbst abzuholen. Wir sollten einfach demjenigen, der den Mann findet, eine Belohnung versprechen. Ja, machen wir das. Nun denn. Gut, und das andere überlegen wir uns mal noch. Generell, die anderen beiden Optionen, die wir ja jetzt besitzen, werden wir noch nicht angehen. Ich entscheide mich noch nicht. Wobei ich mich eigentlich schon entschieden habe, und zwar für Dorian. Das heißt, die Magier. Ja, gut. Falls ihr etwas findet, bringt es her. Ja, ja, wie immer. Und, dann würde ich doch mal behaupten. Ja, doch. Versuchen wir mal, den Iron Bull aufzuspüren. Die Sturmkiste. Wobei, wenn ich mir überlege, er steht immer dabei, Level 4 bis 7. Das ist eigentlich etwas, worum ich mich jetzt kümmern sollte. Nicht erst in 3 Trillionen Jahren. Wahrscheinlich, weil ich daraufhin wahrscheinlich auch noch meine Skyhold krieg. Na schön. Kanzler Roderick hat sich bei mir über euch beklagt. Könntet ihr vielleicht versuchen, ihn nicht ständig zu verärgern? Wenn ich den Mann so leicht vor den Kopf stoße, sollte vielleicht er versuchen, mich in Ruhe zu lassen. Schloss Redcliffe und die Magier, die die Bresche schließen könnten, stehen unter der Kontrolle von Magister Geron Alexius, einem Venatorikultisten, der nicht nur ein krankhaftes Interesse an Lavelan zeigt, sondern auch die Macht besitzt, die Zeit zu verändern. Er hat Lavelan und nur Lavelan freundlicherweise zu Verhandlungen ins Schloss eingeladen. Es ist eine offensichtliche Falle, aber Liliane und ihre Spione können in das Schloss eindringen und die Venatori-Bedrohung beseitigen. Während Alexius abgelenkt ist, es ist ein gewagtes Spiel, aber auch unsere beste Chance. Okay, ich erinnere mich an manche Videos und das wird wahrscheinlich auch genau diese Quest sein. Ja, wir haben nicht genug Männer, um die Festung zu nehmen. Also suchen wir einen anderen Eingang oder lassen wir diesen Unsinn und holen uns die Templer. Redcliffe befindet sich in den Händen eines Magisters. Dagegen müssen wir etwas unternehmen.
Alexios bittet in seinem Brief ausdrücklich um die Anwesenheit von Andrastes Herold. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Nun, wir dürfen nicht streiten. Für Streitereien haben wir keine Zeit. Wir müssen uns irgendwie einigen. Ein Magister aus Tevinter kontrolliert Radcliffe und lädt uns zu einer Unterredung ins Schloss ein. Dennoch wollen einige von uns nichts unternehmen. Nicht das schon wieder. Schloss Radcliffe ist eine der am leichtesten zu verteidigenden Festungen in Ferelden. Es hat schon tausende von Angriffen zurückgeschlagen. Wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr sterben. Und wir verlieren unsere einzige Möglichkeit, diese Risse zu schließen. Das lasse ich nicht zu. Und wenn wir nicht mal versuchen, uns mit Alexios zu treffen, verlieren wir die Magier und haben eine feindliche fremde Macht direkt vor unserer Tür. Selbst wenn wir die Feste stürmen könnten, ist das keine Option. Der Einmarsch einer Armee der Orlesianischen Inquisition in Ferelden würde einen Krieg heraufbeschwören. Uns sind die Hände gebunden. Der Magister hat uns in der Hand. Nun, es muss einen Weg geben. Wir können nicht einfach aufgeben. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Wir können uns nicht einfach mit einer Niederlage abfinden. Es muss eine Lösung geben. Kontaktiert den Aal. Wo ist der Aal von Radcliffe? Ich bin mir sicher, er würde uns helfen, sein Schloss zurückzuerobern. Nachdem er vertrieben wurde, ist Aal Tegan direkt nach Denerim aufgebrochen, um die Krone um Hilfe zu ersuchen. Ich bezweifle, dass er unsere Unterstützung will, wenn die Fereldische Armee sein Schloss erst belagert. Ein Moment. Es gibt einen Geheimgang ins Schloss, einen Fluchtweg für die Familie. Er ist zu schmal für unsere Truppen, aber wir könnten einige Spione hindurchschicken. Das ist zu riskant. Diese Spione würden den Magister niemals erreichen, ohne vorher entdeckt zu werden. Und deshalb brauchen wir auch eine Ablenkung. Vielleicht den Gesandten, auf den Alexios derart erpicht ist. Während sich alle auf Lavellen konzentrieren, schalten wir die Verteidigungen des Magisters aus. Es könnte funktionieren, aber das Risiko ist enorm. Ein Glück, dass ihr dabei Hilfe haben werdet. Kommandant, dieser Mann behauptet, er habe Informationen über den Magister und seine Vorgehensweise. Ohne meine Hilfe werden eure Spione Alexios Magie niemals überwinden können. Also werde ich euch begleiten, wenn ihr gegen ihn vorgeht. Ihr tragt bei diesem Plan das größte Risiko. Wir können euch nicht guten Gewissens befehlen, es einzugehen. Wenn ihr lieber nicht den Köder spielen wollt, können wir uns noch immer um die Templer bemühen. Die Entscheidung liegt bei euch. Hooray! Und da ist mir jetzt aber mal noch was eingefallen. Ich will mir doch erstmal noch den eisernen Bullen holen, bevor ich das mache. Weil das war schon ein nettes Video. Muss ich sagen. So, eiserner Bulle, wir kommen. Ich will dich haben in meinem Team. Und zwar jetzt. Auf der Stelle. Wo muss ich hin dafür? Scherben an der Küste. Lyrium, Lyrium, Lyrium. Ein rotes Tuch oder Lyrium. Wächter der Küste. Erinnerung der grauen Wächter. Nochmal Wächter. Ach du Schande, wo ist es denn? Ah, direkt am Anfang. Hauptmann der Sturmbrunnen. Passt. Da wollen wir hin. Mitnehmen. Solis momentan. Blackwall. Ich glaube, die könnten sich gut verstehen. Und Varric. Ich will den eisernen Bullen dabei haben. Ich muss den dann auch noch dementsprechend ausrüsten. Also, ich nehme das mal als Part auf. Weil ich muss ihm eine gescheite Rüstung übergeben. Schild, Schwert, ich muss ihn umskillen. Und so weiter. Die Sturmkiste. So, und da will noch jemand was von uns. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Bergungsgut beschaffen. Küste besorgt Material für die Reparaturen. Baumwolle und Tiefenlauerer. Zeug. Ja, das ist eine erneute Bergung. Top. Ich habe so viele Machtpunkte. Mit denen kann man kaum irgendwas anfangen. Finde ich voll für den Arsch.
Oh, wir sollten vielleicht einfach mal durchrennen. Ich glaube, der eiserne Bulle ist da in Bedrängnis. Ja, wir kommen. Okay, Winterscharfschütze. Die haben eine extrem elegante Rüstung, das muss ich schon sagen. Die gefällt mir ganz gut. Ein Tevinter Eiferer. Elite-Kreatur, okay. Wow. Das war... Da kommt schon ein Bulli. Und rauf das Ding. Ich brauche meinen Quoten-Stand. Was eine Schlacht. Sturmbullen, das war's. Krem, wie sieht's aus? 5 oder 6 verwundete, Häuptling. Keine Toten. Ja, das wollte ich hören. Lass die Kehlenschlitzer den Rest erledigen und öffne dann die Fässer. Ihr gehört also zur Inquisition, hm? Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Na kommt, setzt euch. Die Getränke kommen gleich. Nun, der eiserne Bulle, richtig? Ach scheiße, es funktioniert wieder nicht. Ich mache einfach jetzt hier wirklich dann auch Cut, weil ich muss wieder raus, damit das funktioniert. Kacke. Ich weiß nicht warum, aber momentan spinnt das Spiel bei mir auf dem PC. Warum auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.